14. Januar 2024. Die Polizei Berlin hat gerade Folgendes geschrieben. Liebe Landwirtinnen und Landwirte, die Versammlungsfläche für den morgigen Protest auf der Straße des 17. Juni bietet leider keinen Platz mehr. Die Ausweichfläche mit genügend Parkplätzen ist der Olympische Platz. Was kannst du dazu sagen? Also wir stehen hier an der Straße vom 17. Juni. Das ist kompletter Quatsch. Hier ist so viel Platz. Die Polizei hat gesagt, hier kann keiner mehr rauf. Aber hier ist noch wirklich mega viel Platz. Wir könnten hier locker noch in der zweiten oder dritten Reihe parken. Wir lassen uns aber einfach, also wir sind schon drauf, aber da stehen über 4000 Fahrzeuge. Wir waren da gerade selber drüben. Wir lassen sie einfach nicht drauf, weil das angeblich alles für den Bauernverband reserviert wird hier. Aber wie gesagt, da stehen mega viele Fahrzeuge. Die kommen von weit her. Ah ja, okay. Und die lassen sie leider nicht drauf. Obwohl hier noch mega viel Platz ist, sie können noch so viele Fahrzeuge mehr hin. Jetzt stehen sie da alle und wissen nicht wohin. Das ist traurig, das ist echt schade. Der Tweet der Polizei ist von 21.44 Uhr, also von vor anderthalb Stunden. Und seitdem ist der Platz ja weiterhin leer. Ja, aber es hat sich ja nichts geändert in den letzten anderthalb Stunden. Ja, genau. Hier stehen so viele Fahrzeuge da oben, die können, also hier könnten noch mindestens 500 Fahrzeuge stehen. Ich schätze. Aber meinst du, stehen hier alle auf dem Parkstreifen. Wir haben gesagt, wir müssen hier einen 3 Meter Rettungsgasse freilassen. Das ist auch vollkommen legitim, das ist auch in Ordnung. Wir wollen ja auch eine Rettungsgasse freilassen. Aber wie gesagt, ich könnte auf jeden Fall noch eine zweite Gasse nebenstehen, wenn nicht noch eine dritte. Wird aber nicht erlaubt. Jetzt kommen hier gerade viele LKWs reingefahren. Was hier jetzt passiert ist, kann ich leider auch nicht sagen. Von wo bist du gekommen? Wir kommen von Föhr, von der Nordseeinsel Föhr. Wie weit ist das weg? 530 Kilometer, 14 Stunden mit dem Traktor. Ist ein Weg, aber ich hoffe, es lohnt sich. Also, wir haben das mit 5 Kumpels beschlossen. Wir machen das, weil wenn wir auf dem Sofa sitzen, können wir auch nichts ändern. Ja. Wie lange bleibt ihr? Ja, wissen wir auch noch nicht so genau. Wir hoffen, wir können übermorgen wieder fahren. Aber ja, wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, was morgen passiert. Wir werden sehen, lässt sich hier einer blicken oder nicht. Ich habe gehört, der Lindner kommt. Ich weiß es aber nicht. Wie ist dein Name? Gerrit. Dann danke ich dir sehr fürs Gespräch. Kein Problem. Gerrit, ne? Und dann gucke ich mal, ich filme mal, dass die Straße tatsächlich noch frei ist. Ja? Viel Spaß. Danke, ciao. Also es ist noch Platz. Also die Polizei hat geschrieben, es ist kein Platz mehr, aber es ist noch Platz. Guck mal, es ist noch Platz. So viel Platz ist noch. Also das ist ja wohl einfach mal eine Tatsache, dass hier noch Platz ist. Guck mal, hier ist noch Platz.